guten Abend beim Report. Am Limit bewahrt uns der Lockdown vor dem Kollaps. Heimunterricht, richtig oder falsch, die Auswirkungen. Und Wiener Premiere, erstmals regiert die SPÖ mit den Neos. Noch 19 Tage Lockdown vor uns. Willkommen beim Report. Wir zählen bereits die Tage und fragen gleich, was muss nach dem Lockdown passieren, um einen weiteren zu verhindern. Dazu spreche ich gleich live mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die dazu heute einen 5-Punkte-Plan vorgelegt hat. Aber der Reihe nach. Zuerst wollen wir uns ansehen, wie ist es heute am Tag 1 gelaufen, vor allem an den Schulen. Wie sehr werden die Regeln befolgt und Empfehlungen angenommen? Und reicht das alles, um einen Kollaps auf den Intensivstationen zu verhindern? Die aktuelle Situation in den Krankenhäusern ist bereits sehr angespannt, besonders in Oberösterreich, wie uns Helga Lassar und Sophie Christin Hausberger zeigen. Die Intensivstation im Pyrn-Eisenwurzen-Klinikum in Kirchdorf, Oberösterreich. Ärzte haben uns diese Bilder zur Verfügung gestellt. Die Versorgung der Covid-Patienten ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Bevor man die Koje mit dem Patienten betritt, muss man die sterile und mehrlagige Schutzkleidung anziehen. Man muss vor jeder Tätigkeit die Schutzausrüstung anziehen. Die Pflegetätigkeiten müssen geplant sein. Man soll es nicht urrasten mit der Schutzausrüstung, so wenig wie möglich wechseln. Der heutige Tagesablauf seit der Dienstübergabe 7 Uhr früh bis ca. 12 Uhr war Dienst direkt am Patienten, also einige Stunden durch in dieser Schutzausrüstung, ohne etwas trinken oder essen zu gehen. Das ist anstrengend. Seit Wochen hat Oberösterreich die höchste Zahl der Neuinfektionen in Österreich. In den Spitälern sind, Stand heute Vormittag, 129 Intensivbetten belegt. Maximal stehen 200 Betten für Covid-Patienten und Patientinnen bereit. Aber es wird eng. Auch deshalb zeigen wohl die meisten Leute, die wir hier fragen, Verständnis für den erneuten Lockdown. Ich hätte schon früher den Lockdown gemacht, weil man hat gesehen, dass die Zahlen so hinaufsteigen. Also im März waren wir bei 1000 in ganz Österreich verwundert und jetzt haben wir 10.000. Also auf was warten wir noch? Ich glaube, wir halten uns schon längere Zeit an viele Vorgaben. Und dass wir nicht in die Lage kommen, ein Spitalsbett zu brauchen. Ich bin Diabetiker und ich habe schon Angst, dass dann sagen, Ausländerin zum Beispiel und Diabetikerin, die braucht kein Intensivbett. Angst habe ich nicht, weil ich ja Vertrauen habe in das System. Derzeit werden alle möglichen Umschichtungen geprüft und das Krankenhauspersonal aufgestockt. Pensionierte Ärzte und Pfleger sollen die überlasteten Krankenhausteams freiwillig unterstützen. Wir rechnen damit, dass es knapp wird. Wir gehen allerdings auch davon aus, dass es sich ausgehen kann. Wir wissen um die durchschnittliche Behandlungszeit von Patientinnen und Patienten auf Intensivstation. Und wir hoffen, dass wir mit diesen aufgestockten Ressourcen eben auskommen. Allerdings sicher nur dann, wenn es nicht eine weitere Zunahme an Neuinfektionen gibt. Warum sind gerade in Oberösterreich die Zahlen so stark gestiegen? 36.000 Menschen sind derzeit in Quarantäne. Laut einem Bericht der Ampelkommission waren dort zuletzt nur mehr 13% der Fälle rückverfolgbar. Carmen Breitwieser vom oberösterreichischen Krisenstab ist dennoch mit der Arbeit beim Contact Tracing zufrieden. Wir sind nur auch ein sehr, geselliges Volk. Und ich glaube, dass hier sehr viel unterschätzt worden ist, zu einem Zeitpunkt, wo wir zwar noch nachgekommen sind, aber sehr viele einfach nicht mehr erwischt haben, weil sie eben teilweise tatsächlich völlig symptomlos waren oder weil auch, und das erleben wir leider, aber auch nicht nur in Oberösterreich, sondern auch österreichweit, die Personen nicht mehr die gesamte Wahrheit erzählen. Auch in Wien ist die Situation angespannt. Der Personalvertreter der Pflegerinnen und Pfleger in der Klinik Hietzing ist besorgt und warnt vor einem Kollaps des Systems. Auch hier wirbt man um pensionierte Kollegen, die aushelfen sollen. Aber auch das wird nicht reichen. Wir haben eine sehr hohe Freiwilligenbereitschaft. Es haben sich auch Leute gemeldet, die schon im Ruhestand und in der Pension sind und haben angeboten, wir würden euch gerne unterstützen. Das ist super und das ist lobenswert und das werden wir auch nutzen, wenn wir es denn dann brauchen. Aber wenn der Damm bricht, dann heißt es eben, es zieht sich auch immer mehr ins Private hinein. Die Leute kennen immer, wenn die Kräfte zu Neige sind, wie wirst du dann aufraffen, das hier alles durchzustehen? Wie wirst du deinen Kindern zu Hause erklären, dass du so systemrelevant bist, dass die Zeit zu Hause fehlt? Jetzt sind aber die Kinder auch zu Hause. Da
schier unvorstellbar, was sich da jetzt gerade tut. Im Pflegeheim der Caritas Socialis betreibt man viel Aufwand, um die betagten Bewohner zu schützen. Frau Dvorak besucht ihren Ehemann, der hier seit 3 Jahren lebt. Derzeit sind die Besuchszeiten stark eingeschränkt. Die Angehörigen und das Personal werden regelmäßig getestet. Auch hier filmt eine Pflegerin für uns das Wiedersehen der beiden Eheleute. Haben Sie da mit ihm drüber gesprochen, ob er dann zum Beispiel auch ins Spital möchte überhaupt oder beatmet werden? Wir haben schon vor Jahren eine Patientenverfügung gemacht, die beim Notar hinterlegt ist. Und es ist so, dass wir nicht belebt werden wollen und einfach in Ruhe gelassen werden wollen. Die Pflegedienststellenleiterin erzählt uns, dass die meisten der Bewohner einen sogenannten Vorsorgedialog unterschrieben hätten, wo genau festgelegt ist, wie im Falle einer schweren Erkrankung vorgegangen werden soll. Sie befürchtet, dass jetzt in der Corona-Pandemie auf die Heime Druck ausgeübt werden könnte. Ist das schon irgendwann einmal im Raum gestanden, auch beim ersten Lockdown oder überhaupt? Nein, aber also jetzt habe ich schon den Eindruck, die Informationen, die man aus den Krankenhäusern kriegt und auch die Aufrufe, die jetzt vermehrt aus den Krankenhäusern kommen, machen einfach die Dramatik der Situation klar. Und dann ist es einfach naheliegend, ja? Dass man dann hergeht und sagt, okay, da gibt es Versorgung, da gibt es Gesundheitspersonal. Aber das heißt, wir können dann halt, unsere Möglichkeiten sind dann beschränkt. Ja? Patientenanwalt Gerald Bachinger plädiert aber für die Dokumentation des eigenen Willens, bevor man in eine Situation kommt, in der man nicht mehr entscheiden kann und vielleicht auf einer Intensivstation landet, obwohl man das gar nicht mehr will. Wir haben halt vor dieser Ressourcenverknappung, die wir jetzt erleben, quasi in einer Versorgungsüberflussgesellschaft gelebt. Und da hat man eher drauf geschaut, zu viel zu machen, als ja nicht zu wenig zu machen. Und dieses zu viel zu machen hat natürlich gewisse Ressourcen auch gebunden. Jetzt schaut man drauf, dass dieser Überfluss oder dieser Übergenuss, den wir zum Glück hatten, aber der jetzt halt weggefallen ist, dass man den dafür verwendet, dass es wirklich nur für diejenigen Patienten in Frage kommt, wo es absoluten Sinn macht, dass sie eine intensivmedizinische Versorgung bekommen. Auch wenn es in den nächsten Wochen gelingt, dass in den Krankenhäusern alle, die behandelt werden wollen, auch medizinisch versorgt werden, könne der Lockdown die Situation bestenfalls nur entschärfen. Wir sollten uns auf eine etwas längere Perspektive einstellen. Wir haben durchaus Licht am Ende des Tunnels. Wenn wir im ersten Halbjahr 2021 ein oder mehrere Impfstoffe erwarten dürfen, die einiges an Spannung herausnehmen können. Allerdings bis dahin muss das Tempo ein angepasstes bleiben. Eine Rückkehr zur Normalität unmittelbar nach dem Lockdown würde nur dazu führen, dass wir solche Maßnahmen womöglich im Jänner oder Februar schon wieder brauchen. Die Intensivmediziner appellieren an die Österreicher, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Und die Umsetzung am Tag 1 des Lockdowns, die sehen wir uns jetzt ganz genau an, insbesondere an den Schulen. Seit heute heißt es ja wieder Homeschooling anstatt Unterricht in der Klasse. Zwar gibt es Betreuung an den Schulen, doch die wurde ganz unterschiedlich genutzt. Am meisten an den Volksschulen in den Städten. Im Schnitt kamen heute 15% aller Pflichtschülerinnen und Schüler in die Schule. Und deren Rolle wird nun bei der Verbreitung des Virus derzeit politisch und gesellschaftlich mehr denn je polarisiert diskutiert, berichten Eva-Maria Kaiser und Helmer Poschner. Hier ein Überblick. Corona-Alarm sogar noch am letzten regulären Schultag. Ein mobiles Testteam kommt gestern Nachmittag zur Franz-Jonas-Mittelschule nach Wien-Floridsdorf. Nicht mehr schlucken, nur mehr durch die Nase. Mach mal den Mund zu und schau mich an. Super, machst du das. Erfahrene Schultester sorgen dafür, dass die Schülerinnen und Schüler die Tests korrekt durchführen. 3 Corona-Fälle sind an dieser Schule in den vergangenen Tagen aufgetaucht. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden 60 Schüler durchgetestet. Hoffen wir nicht zurück. Fühle es nur mal, ja? Wir hatten einmal 2 positive Schüler in der 4. Klasse. Da habe ich die Klassen in Quarantäne geschickt. Da hat es das mit den Gurgeltests noch nicht gegeben. Da hat sich aber eine Lehrerin, die nämlich nur, weil sie Risikogruppe ist, nur in die Schule und nach Hause geht und dann Corona-positiv war. Das heißt, die Lehrerin hat sich in der Schule von den Schülern angesteckt, hatte auch einen sehr schweren Verlauf. Die war einige Wochen im Krankenhaus. Das hat uns auch ziemlich aufgeweckt, was das Thema betrifft.
Der Tag vor dem Lockdown am Gymnasium im niederösterreichischen Perchtoldsdorf. Fast 1000 Schülerinnen und Schüler besuchen diese Schule. Nicht ohne Hektik dieser letzte reguläre Schultag vor der Umstellung auf den Fernunterricht. Es wird jetzt eben, werden Schularbeitentests noch geschrieben, wenn sie eingeteilt sind. Dann werden Arbeitsmaterialien ausgeteilt und alles besprochen. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wird der Unterricht nach Hause verlagert. Die Schülerinnen und Schüler haben im Frühling sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann kann ich später aufstehen. Wir werden in jedem Fach, anders als im Frühjahr, einmal pro Woche mindestens eine Online-Stunde über Microsoft Teams abhalten. Aber es wird wahrscheinlich schon ein bisschen problematisch werden, weil die Lehrer einem auch nicht immer alles gleich erklären können. Muss natürlich sein. Ja, ich glaube, es wird wieder sehr stressig werden, da man sich auch viele Themen selbst erlernen muss und es wird dann halt viel zu stressig, ja. Mit Corona hat auch diese Schule unliebsame Erfahrungen gemacht. Mitte Oktober wurde hier eine eigene Teststraße eingerichtet, nachdem mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren. Wir hatten im Oktober einen relativ großen Cluster mit insgesamt 40 infizierten Personen an unserer Schule, 35 Schülerinnen und Schüler und 5 Lehrerinnen und Lehrer. Haben sich diese Infektionen ausgebreitet. Die Bezirkshauptmannschaft hat dann auch sehr gut reagiert und es wurden sehr viele möglicherweise betroffene Kinder in Quarantäne geschickt. Es wurden alle Lehrer durchgetestet, es wurden alle Schüler durchgetestet und dann war der Spuk eigentlich nach 2 Wochen wieder vorbei. Wie stark nehmen Kinder am Infektionsgeschehen teil? Offenbar stärker als angenommen, meint der Mikrobiologe Michael Wagner. Eine Langzeitstudie von 4 österreichischen Universitäten an 6- bis 14-jährigen Schülern hat ergeben, 0,39% waren zu Herbstbeginn mit Corona infiziert, ohne es zu wissen. Zwischen jüngeren und älteren Schülern oder Lehrkräften gibt es keinen Unterschied. Mittlerweile dürften die Zahlen viel höher sein. Es gibt Länder wie in Israel, wo es zweifelsfrei gezeigt wurde, dass Schulen eine wichtige Rolle in der zweiten Welle gespielt haben, für den Aufbau der zweiten Welle. Wir haben große Schulcluster in Kanada zum Beispiel. In Deutschland hat gerade das Robert-Koch-Institut bestätigt, dass es die Pandemie immer mehr die Schulen erfasst. Kinder haben hohe Virenlasten im Rachen, diese Viren sind auch infektiös, das hat man experimentell gezeigt. Die offene Frage ist, wie infektiös sind Kinder? War der Lockdown also unausweichlich? Er bleibt zumindest nicht ohne Folgen, das ist schon seit dem Frühling klar. Gerade an Schulen wie dieser im 5. Bezirk in Wien. 98% der Schülerinnen und Schüler haben Migrationshintergrund. Besonders aufgefallen ist uns das natürlich bei dem Salzburger Lesescreening, das in der 1. Klasse gemacht wird. Und da haben wir so schlechte Ergebnisse wie noch nie. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Kinder, die stark unterdurchschnittlich sinnerfassend lesen können. Nur ganz wenige, die durchschnittlich sinnerfassend lesen können. Und weiter oben haben wir heuer gar keine Kinder und das war noch nie der Fall. Jetzt wieder Unterricht zu Hause. Die Schülerinnen und Schüler versuchen, das Beste daraus zu machen. Meine Eltern sprechen nicht perfekt Deutsch und ich habe auch einen kleinen Bruder, der geht auch in diese Schule. Ich helfe ihm öfters, weil jetzt ist es auch Anfänger, er hat auch ein iPad und ich helfe ihm dann auch. Aber sonst, entweder ruft man Freunde an oder man ruft die Lehrerin an. Von den Eltern kann man nicht so viel erwarten. Ich komme auch aus einer ausländischen Familie. Ich habe zwar einen älteren Bruder, aber er hat auch sehr viel zu tun und geht auch in eine HTL. Zurück zur Mittelschule in Floridsdorf. Gestern Mittag der letzte gemeinsame Schultag für die nächsten Wochen. Im Gegensatz zum ersten Lockdown gilt diesmal, Kinder aus Deutschförderklassen, außerordentliche Schüler und jeder, der Betreuungsbedarf hat, darf weiterhin kommen. Was im Sinne der Schüler ist, könnte für das Infektionsgeschehen zum Bumerang werden. Das sagen selbst Experten, die gegen Schulschließungen waren. Man muss aber sagen, dass das Problem das ist, dass die Schulen ja nicht wirklich geschlossen sind, sondern dass ja die Kinderbetreuung dort doch weiter angeboten wird. Das heißt, es kommen dann die Schüler doch in die Schule, vermischen sich dort wahrscheinlich mehr, auch mit anderen Klassen, eventuell auch unterschiedlich an verschiedenen Tagen. Und wenn dann 3 Tage später dann doch einmal auch die Großeltern auf die Kinder schauen, ist das rein infektiologisch sicher auch nicht vernünftig. An Österreichs Schulen waren heute im Durchschnitt 15% der Kinder anwesend. In der Franz-Jonas-Mittelschule in Floridsdorf saßen 5% in den Klassen. Dieses Handyvideo haben wir am Nachmittag bekommen.
Ich glaube, jetzt bei dem jetzigen Lockdown von 3 Wochen wird es nicht so tragisch sein wie beim ersten Lockdown, wo die Kinder wirklich letztendlich fast 4 Monate wenig Deutsch gesprochen haben, weil ja gleich die Sommerferien danach gekommen sind. Natürlich versäumt man viel, aber ich denke mir, Bildung kann man auch aufholen, Gesundheit geht vor. Und ich habe schon jetzt im Herbst festgestellt, dass auch unsere, sagen wir jetzt nicht so lernwilligen Kinder und disziplinär auffälligen Kinder eigentlich, vielleicht aus einem Corona-Schock heraus, aber deutlich lernbereiter waren, als sie sonst sind. Der Direktor, auf Bezirksebene für die ÖVP aktiv, trägt die Maßnahmen voll mit. Am späten Nachmittag trudeln in seiner Schule die Ergebnisse der Gurgeltests ein. Zumindest 5 der 60 getesteten Kinder sind positiv. Sie hatten bisher keine Symptome verspürt. Etliche Ergebnisse fehlen noch. Damit die Infektionszahlen nicht wieder in die Höhe gehen, müsse Schule nach dem Lockdown anders aussehen als bisher. Ich wäre für eine Maskenpflicht ab der Volksschule. Geht in anderen Ländern wie Singapur ja auch. Ich wäre für effiziente Luftreinigung mit Luftreinigungsgeräten, weil man mit Lüften, gerade wenn es sehr kalt ist, das schlecht erzielen kann. Ich wäre auch dafür, dass man versucht, in den Horten tätig zu werden, damit die Klassen sich dort nicht vermischen. Ich wäre dafür, Sport nur draußen, Singen gar nicht. Und ich fände es auch sinnvoll, dass man beim Schulweg nachjustiert, also mit gestaffelten Anfangszeiten, mit einer höheren Frequenz der Verkehrsmittel, mehr Schulbussen. So klingt ein Plan für die Schulen. Und wie könnte es darüber hinaus funktionieren, um einen weiteren Lockdown zu verhindern? Dazu begrüße ich jetzt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner live in unserem Gästestudio. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Dr. Rendi-Wagner, bevor wir über Ihren 5-Punkte-Plan reden, eine Frage zum Lockdown. Der soll ja einen Kollaps der Intensivstationen verhindern. Hätten Sie nicht aus genau diesem Grund, trotz all Ihrer Kritik und auch als Ärztin, zustimmen müssen? Ja, Frau Schnabel, ich nehme die Situation nicht erst seit ein paar Tagen sehr ernst. Ich nehme das seit Wochen sehr ernst. Und ich habe vor allem als Erste genau vor drei Wochen, darauf hingewiesen, dass es in wenigen Wochen dazu kommen kann, dass die Intensivstationen in Österreich an ihr Limit kommen. Das hat sich aus der Verdoppelungszeit der Fälle einfach von dort aus an ergeben. Und ich habe gesagt, es müssen hier treffsichere Maßnahmen rechtzeitig gesetzt werden. Wir haben auch aus dem Grund die Light-Lockdown-Maßnahmen bisher immer mitgetragen. Und da habe ich eine ganz klare Position dazu. Aber was ich auch immer gesagt habe, und dazu stehe ich, ist, dass es falsch ist, die Schulen zu schließen. Das ist im Übrigen auch einhellige oder fast einhellige Expertenmeinung in Österreich und auch international, weil es falsch ist, weil es sich aus sachlicher Begründung her nicht ergibt. Ganz so ist es nicht. Da gibt es eine Lernkurve. Frau Dr. Pamela Rendi-Wagner, das frage ich jetzt Ihnen als Epidemiologin, nämlich, wir haben es ja gerade gehört, internationale Studien aus Israel, Indien, zuletzt den USA, den Gurgeltest an den Schulen mit der Dunkelziffer von Herrn Wagner, das renommierte Robert-Koch-Institut in Deutschland, alle sagen, in den Schulen gibt es immer mehr Infektionen. Also war es nicht genau aus diesem Grund, aufgrund eines fehlenden Sicherheitskonzeptes, wie Sie es erfordern, der richtige Schritt der Regierung jetzt aber zuzumachen, um nicht eine weitere Ausbreitung in Kauf zu nehmen? Ich glaube nicht, dass die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die sich vor kurzem noch gegen Schulschließungen auch in Österreich ausgesprochen haben, irren. Ich glaube auch nicht, dass sich viele, viele Expertinnen und Virologen in Österreich irren. Die Ärztekammer, die sich dagegen ausgesprochen hat, und die eigene Corona-Kommission des Gesundheitsministers aufgrund, wissen Sie, Frau Schnabel, der aktuellen Corona-Infektionszahlen in Österreich, die zeigen nämlich eines, dass in den Schulen die Cluster und die Ausbrüche wesentlich kleiner und seltener sind als außerhalb der Schule, nämlich viel häufiger im privaten Umfeld und woanders. Sie zeigen auch, dass Kinder weniger infiziert werden, eine viel geringere Infektionsrate haben, nämlich ein Zehntel etwa der Infektionsrate von Erwachsenen. Und sie zeigen auch, dass Kinder weniger infektiös gegenüber anderen sind, das heißt auch weniger andere anstecken. Und im Übrigen sind ja die Oberstufenschüler in Österreich schon über 2 Wochen im Lockdown. Und wissen Sie, was die AGES-Zahlen ergeben haben? Dass im Lockdown das Infektionsrisiko der österreichischen Oberstufenschüler größer war als davor. Gut, das kann ja unterschiedlich
mögliche Gründe haben, aber viele Virologen, viele Epidemiologen, also aus Ihrem Fach, sagen eben das Gegenteil. Die sagen, zu dieser Vergleichbarkeit, da fehlt die Prävalenzstudie der Statistik Austria und die AGES-Daten zu den unter 14-Jährigen sind nicht zugänglich. Aber eine ganz grundsätzliche Frage an Sie als Oppositionschefin. Was ist denn dann jetzt die Rolle der SPÖ? Trotz Ihrer Kritik, trotz Ihrem Nein, gibt es einen Appell an die Bevölkerung, diese Maßnahmen jetzt trotzdem mitzutragen? Selbstverständlich. Ich habe vor 3 Wochen gewarnt und aufgrund der explodierenden Zahlen der letzten Wochen, wir sind weltweit an der Stelle angelangt, dass Österreich die höchste wöchentliche Fallzahlinzidenz hat, weltweit. Das muss man mal schaffen. Also muss man reagieren. Wir dürfen das Gesundheitssystem natürlich nicht an die Wand fahren. Und ich sage aus Überzeugung Ja zu einem Lockdown und aus Überzeugung Nein zu den Schulschließungen. Aber ich appelliere natürlich an die Bevölkerung daran, sich an die Maßnahmen zu halten, diese mitzutragen. Das ist eine schwere Zeit, da müssen wir durch. Und wir dürfen uns jetzt nicht zurücklehnen, auch nicht die Bundesregierung. So einfach darf man sich's jetzt nicht machen. Jetzt muss man arbeiten, damit diese Situation nicht noch einmal passiert. Dann lassen Sie uns nach vorne sehen. Das Wichtigste nämlich in Ihrer Strategie eine Perspektive. Was muss passieren, damit wir nicht in einen weiteren Lockdown schlittern? Da findet sich aber ein wesentlicher Punkt in Ihrem Plan nicht, nämlich was soll am 7. und am 8. Dezember in der Gastronomie und im Handel passieren? Aufsperren oder nicht? Ich glaube, ganz, ganz wesentlich ist, dass man jetzt nicht seitens der Bundesregierung sagt, so wie das beim ersten Lockdown der Fall war, machen wir den Lockdown und danach ist alles gut und wir lehnen uns zurück. Das darf nicht passieren, sondern die Gründe, die zu diesem zweiten Lockdown geführt haben, die Fehler und Versäumnisse, die müssen dringend beseitigt werden, nämlich ein intaktes Contact Tracing. Das ist das A und O, das Einmaleins der Pandemiebekämpfung und da fordere ich 1000 Contact Tracer mehr in ganz Österreich. Das ist dringend notwendig. Und wenn Sie mich fragen, was am 6.7. passiert, ich bin von einem überzeugt, es darf nicht abrupt und auf einmal alles gelockert werden. Das muss ein vorsichtiger, ein sehr, sagen wir, schrittweiser Öffnungsprozess sein. Und da dürfen alle Regeln und Maßnahmen nicht fallen. Ich bin überzeugt davon, dass es die Maskenpflicht in Innenräumen, im öffentlichen Raum weiter braucht. Ich bin davon überzeugt, dass es ein Contact Tracing braucht, eine Teststrategie, die funktioniert und Sicherheitskonzepte. Sie haben es erwähnt, Frau Schnabel, Sicherheitskonzepte für die Schulen. Wöchentliche Testungen für Lehrerinnen und Lehrer mit Antigen-Schnelltests wäre ganz, ganz wichtig. Aber auch Sicherheitskonzepte für Weihnachtsmärkte, Wintertourismus, Pflegeheime, alles wichtige Bereiche, wo bisher nicht flächendeckend Sicherheitskonzepte vorhanden waren. Frau Dr. Rendi-Wagner, eine Bitte. Lassen Sie es uns Punkt für Punkt in kürzeren Antworten durchgehen, dann verstehen wir es nämlich besser. Die Frage war, soll die Gastronomie, soll der Handel aufsperren dürfen, damit nicht das passiert, was viele befürchten, ein Ansturm im Weihnachtsgeschäft auf die vielen Filialen, auf die vielen Geschäfte? Ich denke, dass die Öffnung des Lockdowns evidenzbasierter erfolgen soll, als die jetzige Total-Lockdown-Verhängung. Das heißt, datenbasiert, wissenschaftsbasiert. Ja, ja oder nein? Wissen Sie dringend, Frau Schnabel, wäre, dass Expertinnen und Experten jetzt unabhängig und transparent diesen Lockdown und vor allem auch den heiklen Öffnungsprozess begleiten, evaluieren und bewerten. Und das habe ich schon vor einiger Zeit gefordert, auch bei Ihnen hier im ORF. Und ich fordere das von der Regierung jetzt noch einmal, eine unabhängige Expertengruppe, zum Beispiel der Oberste Sanitätsrat, hier eingesetzt wird, um genau diese Detailfragen, die Sie mit Recht jetzt stellen, dann auch, wenn es soweit ist, beantworten zu können. Das hängt davon ab, wie die epidemiologische Situation am 6. Dezember oder einige Tage davor aussieht. Aber was könnte die Messlatte sein? Gesundheitsminister Anschober hat gesagt, der Reproduktionsfaktor, diese berühmte Zahl muss unter 1 sinken, also ein Mensch soll nicht mehr als einen weiteren anstecken. Ist das die Messlatte, um aufsperren zu dürfen? Sie sind ja auch Epidemiologin. Absolut richtig, aber man kann das nicht an einer Zahl festmachen, sonst wäre das Ganze wirklich sehr, sehr einfach und sonst könnte das ja wirklich jeder machen. Da braucht es schon eine differenziertere Sicht auf die Dinge, sondern es gelten die Zahlen, die bewältigbar sind. Man muss auf die Zahlen die Fälle runterkriegen, die sozusagen auch fürs Epidemie-Management, fürs Contact-Tracing-Management managebar sind. Es muss die Fallzahl sein, wo wir wissen, dass wir nach oben Luft haben, auch was die Gesundheitsversorgung in den Spitälern und auf den Intensivstationen betrifft. Und das muss die Messlatte sein und die ist nicht fix, sondern die hängt davon ab, wie gut wir diese Kapazitäten schaffen. Und daran muss jetzt sofort gearbeitet werden. Ich meine, ich bin entsetzt, dass das A und O des Epidemie-Managements nach 8 Monaten Corona-Pandemie noch immer nicht beherrscht wird.
Die Intensivstationen, die Sie gerade angesprochen haben, die bedrückenden Situationen auch in Oberösterreich haben wir gerade gesehen. Da schreiben Sie in Ihrem Plan, Sie wollen von der Vorbereitung her, dass dann auf Knopfdruck in ganz Österreich die Intensivkapazität nach oben gefahren wird. Frau Dr. Rendi Wagner, waren Sie selbst Gesundheitsministerin und wissen bestimmt, was Professor Markstall am Samstag gesagt hat. Das geht schlichtweg nicht. Sie können nicht auf Knopfdruck Personal in nur ein paar Tagen oder Wochen umschulen, sondern es ist damit gemeint, dass man sich jetzt endlich vorbereitet, was man im Sommer schon längst hätte machen müssen für einen Herbst. Das sagen aber alle Spitäler, sie haben sich in Stufenplänen vorbereitet. Ja, nicht alle. Und man hat die Spitäler und die Bundesländer hier alleine gelassen. Frau Schnabel, das ist eine Pandemie, die ist kontinentübergreifend, die größte Jahrhundertgesundheitskrise. Da muss es ein zentrales Corona-Management geben seitens der Regierung, die hier einen zentralen Plan mit Experten, Bundesländern und den Krankenanstalten erarbeitet, wie Umschulungen im Spital erfolgen, um für den Worst Case, wie er jetzt eingetreten ist, gerüstet zu sein. Auf Knopfdruck, ohne Vorbereitung, geht das nirgendwo. Und diese Vorbereitungen müssen jetzt für den möglichen nächsten Worst Case natürlich geschaffen werden, um größere Kapazitäten und Puffer zu haben. Aber zurücklehnen wie im Sommer, das wird es diesmal nicht spielen. Aber woher soll ein zentrales Management, Personal, das ja dann auf anderen Abteilungen fehlt, hernehmen für die Umschulung? Nein, es geht um den Plan. Es geht um einen Plan, den man machen muss. Wie kann man Umschulungen und Umqualifizierungen in Spitälern sinnvoll anlegen? Aus welchen Bereichen, Abteilungen macht es Sinn? Es macht ja nicht Sinn, aus der Diabetesabteilung hier umzuschulen für Intensivstationen, aber sehr wohl aus dem Bereich Anästhesie, aus dem Bereich Chirurgie, also artverwandte Fächer, dort Personal, infektiologisch, aber auch intensivmedizinisch zu schulen, um sie im Fall der Fälle dort eben auf Corona-Stationen, Intensivstationen, wenn es eng wird, einsetzen zu können. Das wäre ein Plan, der jetzt erstellt werden könnte, müsste, für die nächsten Monate. Weil eins ist sicher, das Virus wird uns die nächsten Monate begleiten. Der Virusimpfstoff wird uns hier nicht morgen bereitstehen für die gesamte Bevölkerung. Das wird noch viele Monate dauern. Dann nehmen wir mit, als ehemalige Gesundheitsministerin sagen Sie, es gibt sehr wohl Personal, das sich umschulen lässt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, das Contact Tracing. Die Kontaktnachverfolgung funktioniert überhaupt nicht mehr. 77% aller Quellen können nicht nachverfolgt werden. Sie fordern 1000 weitere zusätzliche Mitarbeiter. Jetzt sagt aber der Generalsekretär des Roten Kreuzes, ein Mann der Praxis, das wird nichts bringen, denn es soll digitalisiert werden, anstatt stundenlang den Menschen hinterher zu telefonieren. Hat er da nicht recht? Ich weiß nicht, wenn er das so genau weiß, warum er das seit 8 Monaten, nämlich so lange ist Corona bereits ein Problem in Österreich, warum das seit 8 Monaten nicht passiert ist. Er entscheidet das ja nicht, das macht die Regierung. Ja, aber schöne Vorschläge machen, die nie umgesetzt werden. Ankündigungen und Pressekonferenzen werden das Virus auch nicht eindämmen und managen. Und ich erwarte mir hier harte Arbeit und nicht viel Show und PR. So werden wir diese Pandemie nicht bekämpfen. Gut, Ihre Forderungen haben wir verstanden. Zum Abschluss, Frau Dr. Rendi Wagner, eine letzte Frage. Das große Ziel müssen wir alle und haben wir vor Augen, das ist ein normaler Alltag. Den wird es erst mit einer Impfung geben, beziehungsweise wenn die Durchimpfung hoch genug ist. Das Ziel, das uns aber jetzt als Etappe die Regierung vorgibt, war am Wochenende, Weihnachten wie früher feiern zu dürfen. Als Epidemiologin, ist das überhaupt wünschenswert, in der großen Verwandtschaft Weihnachten zu feiern? Oder muss man hier der Bevölkerung ganz klar sagen, das wird nicht möglich sein, damit wir dann im Jänner wieder im Lockdown sitzen? Ja, das wünsche ich mir und das hoffe ich natürlich auch. Ich meine, da ist es wurscht, ob man als Epidemiologin, als Mutter, als Bürgerin, als Politikerin antwortet. Ich glaube, wir alle wünschen uns Weihnachten mit unserer Familie, möglichst auch mit unseren Liebsten und Freunden. Aber ist es gesundheitlich wünschenswert, das zu machen? Ich glaube, man kann sich nicht alles durch diese Pandemie nehmen lassen. Das ist das wichtigste Fest des Jahres für uns in unserer Kultur und das sollte uns wirklich etwas wert sein. Ob es ganz so verläuft wie in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das bezweifle ich. Also wir müssen einige Vorsichtsmaßnahmen einhalten. Das wird sicher der Fall sein. Der Kreis, in dem wir feiern, wird vielleicht ein etwas kleinerer sein. Aber Weihnachten werden wir feiern, davon bin ich überzeugt. Das heißt in der Kleinfamilie? Auf jeden Fall. Gut, dann sage ich danke fürs Interview, Frau Kennerli Wagner. Dankeschön. Ja, und viele offene Fragen beschäftigen uns auch jetzt, 2 Wochen nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt, denen wir im nächsten Beitrag nachgehen wollen. Als erste Reaktion hat die Regierung ja strengere Gesetze inklusive einer lebenslangen Haft für Extremisten angekündigt. Aber können verurteilte Extremisten wirklich ein Leben lang weggesperrt werden, damit sie nicht rückfällig werden?
Diese Frage stellt sich nicht nur verfassungsrechtlich, sondern vor allem in der Praxis. Eignet sich der Maßnahmenvollzug tatsächlich dafür? Stefan Daubauer und Judith Langasch haben nach Antworten gesucht, auch auf die Frage, was dürfen wir uns von der Untersuchungskommission erwarten, die das Behördenversagen jetzt aufklären soll. Zwei Wochen nach dem Terroranschlag im Wiener Bermuda-Dreieck ist die Anteilnahme vor Ort groß und wächst noch immer. Am Schauplatz scheint die Zeit aber irgendwie stillzustehen. Gegenüber der jüdischen Synagoge wirbt ein Plakat noch immer für Monday Madness und billigen Alkohol. Doch der Terroranschlag und der Corona-Lockdown haben das Viertel fest im Griff. Die Politik versucht indes vergangene Woche Fakten zu schaffen. Eine Kommission soll klären, warum Informationen über den Attentäter, der in der Slowakei Munition kaufen wollte, in Österreich versandet sind. Und die Regierung präsentiert ein neues Anti-Terror-Paket. Die Vorgabe des Bundeskanzlers: Wenn ein geistig abnormer Rechtsbrecher ein Leben lang weggesperrt werden kann, weil er eine Gefahr ist, dann kann auch ein Terrorist, der eine Gefahr darstellt, ein Leben lang weggesperrt werden. Es kommt einfach darauf an, wie wir die gesetzlichen Regelungen in Österreich dafür ausgestalten. Der Maßnahmenvollzug ist hauptsächlich für die Unterbringung von geistig abnormen Rechtsbrechern gedacht. Er platzt schon seit Jahren aus allen Nähten. Theoretisch gibt es aber die Möglichkeit, neben behandlungsbedürftigen Rechtsbrechern auch gefährliche Rückfallstäter in diesen Sonderanstalten unterzubringen. Tatsächlich ist derzeit kein einziger Rückfallstäter im Maßnahmenvollzug. Für den Kriminalsoziologen wäre eine Ausweitung problematisch. Ich warne davor, diesen Link zu machen zwischen psychischer Krankheit und politischer Radikalisierung. Das erinnert an die schlimmsten Zeiten des Stalinismus, wo man auch jede Form von Dissidententum sofort in die Psychiatrie gesperrt hat. Da kommen wir auf ganz gefährliches Terrain. Also man sollte anerkennen, dass diese Leute eine durchaus radikale, meinetwegen auch gewisserweise verrückte politische Ideologie verfolgen. Aber ich würde sie im klassischen Sinne nicht als psychisch krank bezeichnen, weil dann sind sie sehr schnell bei der Frage, wer gehört denn da noch dazu? Ein Ausweg für die Regierung könnte der Paragraph für gefährliche Rückfallstäter sein. Ist jemand zweimal verurteilt worden, älter als 24 Jahre, und wird der Hang zur Gefährlichkeit festgestellt, kann der Maßnahmenvollzug beim Urteil schon derzeit ausgesprochen werden, aber die Rückfallstäter können nicht ewig weggesperrt werden, sondern hier gibt es eine Obergrenze von 10 Jahren. Das heißt, die kommen zuerst in die Strafhaft und anschließend in die Maßnahme, aber eben für maximal 10 Jahre und nicht auf lebenslänglich. Auch die frühere Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und seit einem Jahr ehemalige NEOS-Abgeordnete übt Kritik an einer Strapazierung des Maßnahmenvollzugs. Also ich stelle mir das extrem schwer vor, wenn man sagt, es darf niemand ohne berechtigten Grund eingesperrt werden. Wir haben auch ein Bundesgesetz zum Schutz der Bundesverfassungsgesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit, das sehr restriktiv ist, sehr streng ist. Also ohne Verfassungsänderung kann man da wahrscheinlich gar nichts machen. Wenn man die Grünen richtig interpretiert, dann sagen sie, es geht ohne Verfassungsänderung. Bin ich neugierig. Wir sind ja jetzt, waren ja nur Überschriften, die jetzt gekommen sind, und man wird warten müssen, dass es einen konkreten Gesetzestext gibt, der vorgeschlagen wird. Aber vorher kann man nichts sagen. Aber leicht ist das nicht. Doch wer wäre überhaupt ein Fall für den Maßnahmenvollzug? Die Kriminalsoziologin Veronika Hofinger sieht die Grenzziehung schwierig. Wer ist wirklich gefährlich und wer nicht? Also mal dürfte jetzt nicht jeden Jugendlichen, der mal ein IS-Posting macht, in den Maßnahmenvollzug stecken. Also ich glaube, das wäre auch nicht die Intention. Es müsste ja für die ganz Gefährlichen auf die beschränkt sein. Und da haben wir das Problem, dass man im Vorhinein nicht weiß, wer später gefährlich wird. Zum Beispiel der Attentäter von Wien hatte ein Profil wie viele andere, wie zig andere in Österreich, die eben nicht zu so einer Tat schreiten. Was vor dem Anschlag bei den Behörden schiefgelaufen ist, soll nun eine Untersuchungskommission unter der Leitung der Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes klären. Irmgard Gries hat 2014 die Untersuchungskommission zum Hypo-Skandal geleitet. Sie kritisiert, dass der Bericht zu den Terroranschlägen mit Verweis auf nachrichtendienstliche Bereiche nur teilweise veröffentlicht werden soll. Also da ist doch ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, ja, was ist denn schiefgelaufen?
Wie ist es denn dazu gekommen? Und dass man hier nicht die Kommission ermächtigt, diesen Sachverhalt, den sie ja erforschen, auf jeden Fall erforschen wird, nehme ich an, weil dafür ist sie ja eingesetzt, ja, diesen Sachverhalt von sich aus auch der Öffentlichkeit bekannt zu geben, ehrlich gesagt, das verstehe ich nicht. Wozu ist dann die Kommission da? Hat in diesem Sinn die Kommission von Ihnen einen Misstrauensvorschuss oder sind Sie trotz allem optimistisch, dass da was, ich sage mal, Gescheites rauskommt? Also ich hoffe schon, also ich gehe schon davon aus, dass diese Kommission ihre Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen machen wird. Also bin ich schon überzeugt. Das sind honorige Persönlichkeiten, die haben es ja nicht notwendig, da für irgendetwas benutzt zu werden. Bereits in wenigen Wochen soll die Untersuchungskommission einen ersten Zwischenbericht abliefern. Reicht da die Zeit? Wenn diese Untersuchungskommission als Auftrag hat, zu untersuchen, wie es dazu kommen konnte, dass diese Informationen, die aus der Slowakei gekommen sind und auch aus Deutschland gekommen sind, nicht nachgegangen wurde, dass diese Informationen nicht an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wurde, sodass es möglich gewesen wäre, die bedingte Entlassung zu widerrufen oder den in Untersuchungshaft zu nehmen, wenn das irgendwelche Vorbereitungshandlungen sind, die schon strafbar sind. Wenn man das untersucht, na, das sind 4 Wochen genug, nicht? Das ist ja keine Hexerei. In einem sind sich fast alle Expertinnen und Experten einig. Es besteht Handlungsbedarf. Denn von den Sympathisanten des Islamischen Staates, die in den vergangenen Jahren wegen versuchter Teilnahme an den Kämpfen in Syrien oder im Irak verurteilt wurden, sind einige schon frei. Andere stehen kurz vor der Entlassung. Wir wissen, wir haben hier sehr viele Menschen jetzt schon in Haft, die in den nächsten Jahren jedenfalls freikommen werden. Wir wissen auch, es wird immer wieder Verurteilungen geben und wir wissen, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Menschen wirklich gefährlich ist und wir zusätzliche Maßnahmen brauchen. Das ist unabhängig von der Untersuchung, die jetzt gerade läuft. Das heißt, es ist schon richtig, dass man sich hier Gedanken macht. Aber man sollte das nicht in einer Schnellschussaktion binnen 2-3 Wochen aus dem Boden stampfen, sondern man sollte das wirklich analysieren, sich überlegen, was kann ich machen, was ist sinnvoll und was kann ich denn auch realistisch umsetzen. Und dafür braucht es ein bisschen Zeit. Für eine Analyse müssen aber wohl erst einmal die Ergebnisse der Terroruntersuchungskommission abgewartet werden. Die Mitglieder wollen vorerst in Ruhe arbeiten. Für Interviews stehen sie derzeit noch nicht zur Verfügung. Normalerweise wäre es in Zeiten ohne Virus die innenpolitische Neuigkeit des Tages, die die Schlagzeilen beherrschen würde. Die neue Wiener Stadtregierung, eine Premiere. Denn erstmals regieren SPÖ und die NEOS gemeinsam. Was dürfen sich also die Wienerinnen und Wiener davon erwarten? Ist die Koalition bundesweit ein rot-pinkes Gegenmodell zur türkis-grünen Regierung? Und apropos Grün, warum haben die Wiener Grünen ihre Spitzenkandidatin Birgit Hebein trotz Stimmenzugewinn gestern regelrecht abmontiert? Julia Ordner und Ilmaz Gülüm analysieren die politischen Umwälzungen im Wiener Rathaus. Diese beiden Herren sind Abenteurer, zumindest im Wiener Politikuniversum. Bürgermeister Michael Ludwig und NEOS-Chef Christoph Wiederkehr wagen die erste rot-pinke Koalition des Landes. Bei der Präsentation des Abkommens verwendet man ein Wort auffallend gerne. Dass wir die Verhandlungen auf Augenhöhe geführt haben. Verhandlungen auf Augenhöhe. Augenhöhe. Das geht sich in Wien zwischen einer 42- und einer 8%-Partei aus. Die mächtige Wiener Sozialdemokratie bringt natürlich ihre Schwerpunktthemen wie den Ausbau des sozialen Wohnbaus ein. Dem kleinen Koalitionspartner gönnt Ludwig das Bildungsressort und auch ein paar Verhandlungserfolge. Wir gehen davon aus, dass wir gerade jetzt in der Gesundheitskrise einen starken, leistungsfähigen Sozialstaat benötigen, der auch in der Lage sein muss, die Herausforderungen in der Wirtschaft zu begleiten. Insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe, für Ein-Personen-Unternehmen ist es notwendig, hier jetzt Maßnahmen zu setzen, um zu unterstützen und auch mitzuwirken. Wir haben hier von meiner Seite 3 wichtige Punkte, die meiner Partei und mir auch im Wahlkampf schon sehr, sehr wichtig waren, auf die ich eingehen möchte. Das ist das Themenfeld der Bildung, der Frage des Klimaschutzes und natürlich auch die Frage der Transparenz. Wirtschaftsliberale NEOS und Sozialdemokraten. Das kann in Wien funktionieren, sagt Martin Stuhlpfarrer, langjähriger Beobachter der Stadtpolitik. Ludwig und Wiederkehr seien beide verbindliche Pragmatiker. Beide sind keine Ideologen, sondern sie schauen, dass sie das Beste rausholen für die jeweilige Partei
und wie sie das am besten umsetzen können, ohne ideologische Scheuklappen, was ja bei Rot-Grün sehr, sehr schwierig war, weil Birgit Hebein war ja eine starke Ideologin. Heute halten die NIOS noch ihre Mitgliederversammlung ab, großteils digital. Ein Formalakt. Gerade beim Thema Transparenz, das die politische Identität der Pinken prägt, finden sich im Koalitionsabkommen rote Zugeständnisse. Ob eine Senkung der Wahlkampfkostenobergrenze, mehr Rechte für den Stadtrechnungshof oder mehr Transparenz bei Förderungen. Positive Leitprojekte. Doch eine substanzielle Umsetzung wäre nun wichtig, sagt der Parteifinanzierungsexperte. Ja, Bekenntnis zur Transparenz und zur Abschaffung des Amtsgeheimnisses hat es ja bereits gegeben. Also zum Beispiel 2013, wie das Thema hochgekommen ist, mit Forderungen nach einem Informationsfreiheitsgesetz, hat auch die Wiener SPÖ auf ihrem Landesparteitag sich dafür ausgesprochen. Den Grünen war das immer ein großes Anliegen und es ist trotzdem versandet. Im Wiener Rathaus alleine würden sich manche Transparenzfragen ohnehin nicht entscheiden. Worauf NIOS hoffen müssen, dass auf Bundesebene weitergeht, ist das Thema Transparenz. Ein Leitprojekt der Grünen in der türkis-grünen Koalition. Und hier hakt es aber auch, denn es wurde von Ministerin Edtstadler schon Anfang Juni angekündigt, dass demnächst, also noch vor dem Sommer, ein Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes in Begutachtung gehen würde. Bis jetzt liegt noch kein derartiger Entwurf vor. Rot und Pink, da war früher keine Harmonie, eher im Gegenteil. Im ersten Wahlkampf der neuen Truppe 2015 trat die damalige Wiener NIOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger gegen den roten Filz im Rathaus an, wie sie es nannte. Die Inszenierung war nicht sonderlich subtil. Gegen das System der SPÖ lehnte sich auch ihr Nachfolger Wiederkehr auf. 2019 meinte er etwa zur Vergabe von Fördergeldern an Vereine in Wien: Da gibt es ganz, ganz viel zu untersuchen. Intransparenz, Geldverschwendung, Freundelwirtschaft. Doch in den Duellen des vergangenen Wahlkampfs reagierte der Bürgermeister mit freundlicher Gelassenheit auf den jungen Angreifer. Sie haben zweifellos recht. Es geht auch darum, dass man jungen Menschen Zukunftsperspektiven entwickelt. Und das ist ganz eng verbunden auch mit Ausbildungsfragen. Und heute Partner auf genau Augenhöhe. Gemeinsam präsentiert man einen Klimaschutzschwerpunkt und vervierfacht die Mittel für den Radwegeausbau. Bitter für die Grünen, die als Ex-Koalitionspartner Ludwigs gerade mit sich und der Welt ringen. Ihre von der Basis gewählte Chefin Birgit Hebein wurde am Montag vom neuen Rathausclub in geheimer Abstimmung entmachtet. Die Grünen wollen auf diese Art neu beginnen, sagen sie, und stimmen sich auf die Opposition ein. Ja, grüne Politik gibt es nur, wenn auch die grüne Handschrift mit dabei ist. Und wir sehen, dass in diesem Regierungsprogramm, das vorliegt, tatsächlich eben ganz viele Überschriften drinnen stehen. Wenn man sich es genauer anschaut, bleibt es auch bei den Überschriften. Viele Dinge, gerade im Bereich Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik, sind nicht wirklich innovativ und mutig weitergedacht, sondern sind ein bisschen more of the same. Also gerade im Klimabereich sieht man eigentlich, dass da einfach ein Jahr alte Papiere copy-gepastet wurden und übernommen wurden. Nur mit Papieren alleine löst man die Klimakrise nicht. Und was auch drinnen steht, ist, wir bauen weiterhin Autobahnen und wollen aber gleichzeitig Klimaneutralität. Das wird sich am Ende nicht ausgehen. Also insgesamt finde ich das alles ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Und wir werden schauen müssen, welche Taten dann wirklich auf dieses Papier überhaupt folgen. 2010, da waren die Grünen noch die Gewinner des Machtspiels. Damals wagte SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl mit Grünen-Chefin Maria Vassilakou die erste rot-grüne Regierung Österreichs. Häupls Vermächtnis, das Ludwig und Hebein noch bis zur vergangenen Wahl fortführten. Hast du da was zu erzählen oder hast du da schon alles erzählt von der Landesversammlung? Also ich denke zwei Sätze nur, also einen schönen Mittag. Für die Zusammenarbeit mit den Grünen argumentierte Häupl 2010 im typischen Häupl-Stil. Ich streite mich lieber mit den Grünen über Straßen als mit der ÖVP über das wichtige Thema Bildung. Michael Ludwig jetzt muss sich weder über Straßen noch über Bildung streiten mit den NIOS. Doch die neuen Transparenzideen könnten auch beim harmonischen rot-pinken Duo für Konflikte sorgen. Wenn die NEOS wirklich in den Parteifinanzen der SPÖ hineinschauen wollen, dann gibt es, glaube ich, keinen Genossen, der nicht gegen dieses
Vorhaben auf die Barrikaden geht. Als erster natürlich Michael Ludwig. Wenn es bei traditionellen Parteien ums eigene Geld geht, ist in der Praxis Transparenz generell nicht mehr Nummer eins, oder? Genau. Doch heute gilt das Wiener Rathaus, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer von Rot Pink 1. Wohin sie führen, werden wohl erst die nächsten 5 Jahre zeigen. Und von den unendlichen Weiten des Wiener Rathauses zurück ins Reportstudio und von uns allen hier ein Danke fürs Zusehen. Im ZIP2-Studio wartet schon Armin Wolf auf Sie. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nächsten Dienstag. Bis dahin kommen Sie gut und gesund durch die Woche. Guten Abend aus dem ZIP2-Studio. Auch bei uns geht es heute um die rot-pinke Koalition in Wien. Und der neue Vizebürgermeister, NEOS-Chef Christoph Wiederkehr, ist dazu live im Studio. Außerdem eine Bilanz von Tag 1 des zweiten Lockdowns. Und wir schauen uns an, warum die Corona-Zahlen in Finnland so viel besser sind als überall sonst in Europa. Jetzt gleich in der ZIP2.